ist Ellie Köpf, Twitter at Lilienkopf. Ich arbeite bei Wikimedia Deutschland, war dort Projektleitung in dem Projekt Mapping OER und habe gerade eine Session gemacht zu der Frage, was braucht es? Viele Veröffentlichungen sind jetzt passiert, kommen noch, viele Papiere vor allem. Und die Frage war jetzt so ein bisschen aus der Runde, also gemeinsam mit Hedwig Seipel, dann dem Christian Friedrich und der Anne-Kathrin Bock zusammen, war unsere gemeinsame Frage, was braucht es, wo geht's hin? Und das war eine sehr spannende Diskussion. Okay. Was war daran spannend? Also was waren sozusagen die Punkte, über die gestritten wurden oder auch über die Einigkeit herrschte? Was ich persönlich auch mit dem Hintergrund von Mapping OER sehr spannend fand, war die Frage, wer ist jetzt gefragt, um was zu tun? Also ist das die Politik? Sind das die Institutionen? Sind das die einzelnen Akteure? Es gab ein, zwei Berichte aus Schulen, die jetzt einfach gesagt haben, wir als Schule machen jetzt OER. Und da immer so ein bisschen der, auch das Feedback, dass es an Schulen mehr Freiraum braucht, sowohl für die Institutionen, sich sowas wie ein Profil zu erarbeiten, aber auch als Idee ganz konkret, gemeinsame Lernkulturprofile zu erstellen. Also wirklich stärker, quasi mehr Vertrauen in Schulen zu haben, dass sie das vielleicht auch können und auch sich selber ein Profil erarbeiten können. Auf der anderen Seite gab es dann dem gegenüberstehend das Plädoyer, ohne veränderte Strukturen klappt gar nichts. Also da so ein bisschen die Frage, wie soll, wenn Frontalunterricht immer noch an der Tagesordnung ist, wie soll denn dann OER überhaupt seinen Mehrwert entfalten können und dass man eben ja, relativ radikal Bildung anders denken muss, um OER überhaupt in die Breite zu tragen. Ja, und das alles immer ein bisschen mit der, auch mit konkreten Ideen, wie man jetzt vorgehen könnte. Und da fand ich es aber auch sehr spannend zu hören, dass eben gerade die Ebene von Institutionen, sei es jetzt Schule oder auch Hochschule, vielleicht durch eine stärkere Profilbildung und aber auch begleitet durch technische Infrastrukturen und einem veränderten Verständnis der Lehrenden, die dort sind, alles in dem Paket zusammen durchaus Potenzial hätte und dass OER eigentlich nur so das Mittel ist, aber durch OER alleine sich noch nicht alles ändern wird. Danke.